ernsthaft, ist die Karre geklaut oder nicht? 100%, ja. Move, left to right. Sind wir schon, ja? Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Mein-Lenkrad-Manufaktur, der geilsten Manufaktur der ganzen Erde. Ja, go. Heute hier in der besten Werkstatt ever. Da sind jetzt gerade ein paar Jungs, die schrauben da noch rum. Ich gesagt, darf ich euch filmen? Haben die irgendwas geantwortet? Ich hab's nicht verstanden, deswegen filmen wir einfach drauf geschissen. Wer steigt hinter der Kamera, Digga? Zeig dich mal. Geilste, überkrasseste, Videograf, bestaussehendste Timmy. Werdet ihr in der nächsten Zeit auch noch öfters sehen. Leute, was hier hinten steht, Digga, das ist doch mal ein Auto. Hast noch ein bisschen Klebeband drauf geschissen, ey. Ich hab schon ein paar Sachen gemacht, so, aber da muss man noch ein bisschen was dran arbeiten. Jetzt hast du eigentlich für ein fettes Outfit an, Bro. Schon Feierabend, ey. Ich hab gearbeitet. So, Alter, anstrengend. Baba. Vater hat mich angerufen, hat neue Reinigungsprodukte für uns. Anscheinend überkrasse Reiniger. Probieren wir mal an dem seine Scheißmöhre, weil die ist übelst dreckig. Ein Kollege von mir ist auch noch da, der macht irgendwie einen Klimawechsel, was weiß ich. Kriegen wir hin. Was ist denn da? Tom. Ja. Junge, der soll einfach kommen. Was? Bei Lisa Schwester ein Rohr verlegt. Was ist das Bier, Alter? Na, aufpassen, wo ist das Bier hier? Nein, nein, das ist immer richtig. Komm, mach. Da leuchten mir die Augen, ne? Du Schwätzer. Geil. Also ich will 4. Ja. Und Punkt gedrückt. Ja? Wir filmen heute erst einmal mit iPhone. Sagt mal Leute, schreibt es in die Kommis, gefällt euch das auch und so. Das echte, Alter. Ja. Ja. Sieht mein Haaren aus heute? Ist gut. Richtig wild. Wie immer, ja. Wie immer. Ja, ich weiß. Was macht der? Da kackt er da hin. Nee, macht er nicht. Ich mal runter, du dickes Kind. Opa! Bist du eigentlich so oft am Telefon? So ein gefragter Mann. Ist so ein Geschwätz. Seine Frau ruft an und was machst du? Ah, nix, wir tun nur ein bisschen chill. Weißt du, Schatz, ich trinke nicht mehr. Jungs, was geht? Junge, das ist auch ein Ding. Alles klar? Ja. Wer ist der Mechaniker des Südens, Mann? Oh je. Das wird nix. Alter, ganz schön geiles Telefon an deinem Kopf. Das Auto von meinem Bruder. Scharf im Wolfspelz. Ist so ein Geschwätz. Boah, stark, Alter. Ja. Türtafel ist absolut. Ein bisschen Hefeweizen. Ja. Das sind die Hunde. Alex, wie sieht es euch bei dir aus, Junge? Ehre hier auf YouTube. Ich denke schon, das ist was. Was machst du, Mann? Zeugschein suchen. Wie viel da rein muss, oder was? Ja. Oh je. Ist das Gerät gut hier? Funktioniert top. Das? Top. Top Qualität. Funktioniert es denn wenigstens? Nee, leider nicht. Warum? Flasche leer. Echt? Ja. Die hier. Was machen wir jetzt? Das geht's gar nicht, oder was? Nee. Haben wir keine Ersatzflasche irgendwo? Ich hätte theoretisch die Ersatzflasche. Scheiße, Mann. Das heißt, wir können heute gar nichts machen. Wahrscheinlich nicht. Also anscheinend gibt es einen Adapter, Alter. Mit dem könnten wir das vielleicht heute den Tag noch retten. Mensch, Alex, das gibt's doch nicht. Tut mir wirklich leid, Mann. Irgendwo hier hinten soll ein Adapter sein. Wissen zwar nicht wo, aber weißt du es als Techniker? Weißt du auch nicht. Ich hab doch schon gesagt, da liegt der. Das ist nicht der richtige, Timmy. Das ist irgendeine scheiß Nuss, was du da holst. Ich bin kein Mechaniker, aber es ist auf jeden Fall irgendein Werk. So ein Geschwätz. Scheiße, Mann, ich hab gar keinen Plan. Ja, das hab ich schon mal gesehen. Timmy, wir machen das mal, der weiß die Tür, Mann. Scheiß drauf. Hammer. Ich will sehen, was passiert. Filmst du? Ja. Ich auch hoffen. Ja? Was soll ich machen? Ich will ein gutes Video machen. Ja, ich bin sowieso schon. Komm hier. Kommen Sie bitte. Kommen Sie bitte her. Dein Name, wie heißt er? Stevro. Stevro? Ja. Der Steven macht das. Ja. Tofu auf die Möhre, was toll das. Pass bitte auf meinen Lack auf. Was für Lack, Digga. Timmy, das hier ist sowas von matt. Was ist das? Auch stark ist der Schriftzug hier. Der ist voll mit zu sehen. Das ist abgefallen. Nein, das ist Schattenschriftzug. Das hat man früher so gemacht. Das ist Qualität, Alter. Der löst gleich den Lack auf, Alter. Sollen wir die Bürste dazu nehmen? Du weißt aber, dass... Was ist das? Das ist Stahlwolle, Alter. Nein. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nee, das ist da schon mal ein bisschen was dran. Ey, ich glaube, da ist echt ein bisschen was dran. Aber scheißegal. Ja, ist egal. Lassen wir so. Hassan, lassen wir so. Dein Name ist Hassan. Wusste ich auch nicht. Hassan! Irgendwie scheint mir das, dass es sich hier bei dir alles ablöst. Das bedeutet nachher, dass ich... Hey, das wurde mir als neu verkauft. So ein Geschwätz. Was ist das da, Timmy? Was hat er gemacht, Alter? Das will ich gar nicht wissen. Okay. Schambigier Pack. Zum was von deinem Parfüm hier weg? Ist sowieso nach Arsch. Aber eigentlich müssen wir das davor nass machen. Das ist echt blöd. Guck, dann geht man erst ein bisschen drüber und dann löst er schon ganz schön viel Scheiße auf. Er hat zu mir gesagt, wir sollen das Produkt Universalreiniger Extreme nennen. Da habe ich gesagt, okay. Hassan, Jürgen. Hassan! Kommen Sie bitte her! Das ist ein Spezialauslöser. Hä, du kannst rausmachen, das Auto trotzdem noch ja, an? Ja, natürlich. Was? Ja. Das
hat die Leute vorstellen. Aber wie kann das sein, Mann? Wo habt ihr das gelernt? Deine Batterie ist tot. Ich mache Schule, deine Batterie. Deine Batterie ist tot. Da, ja, habt die genommen und habt die bei gib euch mir, im Auto eingebaut. Gib mir einen Booster. Was für ein Booster? Was ist das? Mein, dieses Ding von Netto. Ich hab gedacht, man braucht einen Schlüsselcode und so, um das zu machen, oder? Nee, das ist Gold 2. Die Batterie ist komplett am Arsch. Ja. Warum ist die Batterie schon wieder leer? Die habe ich doch erst gekauft bei Hagebaumarkt vor ungefähr einem Monat. Ja, aber auch. Wo, in Hagebaumarkt? Ja. Was hast du gekauft? Das, ey, ein kleiner Warte, die hat was? 80 Euro gekostet, die scheiß Batterie. War nicht an. Warte. War nicht an, oder was? Das ist meine Schlüssel, spezial. Ja? Was auf dein alles? Die habe ich doch erst gekauft im Monat. Ich habe 80 Tacken liegen lassen, Digga. Sag dir, wie die es am Arsch. Das ist 1,6 oder 1,3 Motor. Das ist 3,0 Turbo Diesel. Die Batterie ist schon am Arsch. Die haben die Batterie gewechselt. Oh ja! Digga, gleich Motorschaden, Alter. Das habe ich aus Kolumbien mitgenommen. So schmuggel ich heutzutage. 80% rein. Nein, das ist Stromschlag, Alter. Ich weiß das. Schon ein bisschen Angst. Alles gut, Hassan? Alles aha, alles Okina. Aha. Was da? Stevo, komm hier. Stevo. Warum rufst du Stevo jetzt, Hassan? Guck mal. Können wir gebrauchen. Ja, genau. Was ist falsch? Das ist falsch. Wir nur mal wechseln. Nicht Originale. Was ist nicht original? Ein Auto hat nur einen Bruder. Ich kann das nicht verstehen, ich weiß immer noch nicht, was ihr sagt. Das ist Chassis-Nummer. Von anderen Golf. Wieso? Guck mal. Ja, mit Dickmaße, guck mal. Guck mal hier auch. Ja? Guck mal. Was ist das? Mit Scheibenkleber. Siehst du? Mit Scheibenkleber? Ja. Ja. Und dann mit Farbe. Guck mal hier, Farbe. Und hier. Farbe. Das ist nicht die Auto. Das Golf. Was ist das eigentlich? Ich hab noch echt? Das ist ein Problem. Problem ist es was genau? Guck mal. Ja, erzähl mal bitte. Mach mal diese Scheiße da weg. Mann, Hassan, was machst du jetzt für einen Kack? Das habe ich gedacht, ich habe einen freien Runden. Das habe ich nur übelst. Oder ist doch original, Hassan? Nein, das ist original alles. Du hast Trick gemacht. Nein. Was denn? Ah, guck mal hier. Oder in Bosnien. Das, guck mal. Das ist nicht Industrie. Hier steht eine Nummer, ja? Chassis-Nummer, ja. Aber das ist Nummer von anderen Nummer. Echt? Ist das Auto ist geklaut? 100%. Das ist echt scheiße, Hassan. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Lass ein Auto 500 Euro. Ja. Und lass ein Zettel. Ja. Hier. Zu verschenken. Mit Hassan! 500 Euro. Nein, das ist Gott sei alles gut. Was heißt das jetzt? Schon Auto. Auto ist sehr schön. Ja, ist schön, gell? In Bosnien. Stefan, in Bosnien. Ja, guck mal, in Bosnien alle. Leute fahren Golf. Nur dieser 1,6 Diesel. Ah, sonst läuft das Auto, ist ein Auto. Auto ist schon. Die wollen die nach Bosnien fahren. Ich glaube, dass die das falsche Ding eingeschweißt haben. Warum geht meine Batterie nicht mehr, Digga? Ist ernsthaft, Digga, ist die Karre geklaut? Ich glaube, dass das Teil am Arsch war und die halt repariert haben mit einer anderen, keine Ahnung, Seriennummer. Ich kenne mich doch nicht aus, Alter, ich fahre Toyota. Volkswagen oder Volkswagen? Volkswagen. Jawohl! Drei Phasen schon. Also, ich hab TÜV. Dämpfer ist ja gut. Dämpfer, ja, ist Sportfederwerk. Wenn die Karte das nochmal. Sportfederwerk. 13 ab. Ja, mit Maschine. Schraubprobe. Neuer Stand. Die Karre ist irgendwie geklaut, Alter. Hassan, verarschst du mich jetzt, Digga? Ist ernsthaft? Ist die Karre geklaut oder nicht? Das Bier lassen wir da raus. 100%. Ja? 100%, ja. 100% sagt er. Stefan, was sagst du dazu, du als Deutscher? Auto geklaut oder nicht? Nein, was? Ja. Du bist gedreht. Also Stefan, ich höre auf dich. Stefan arbeitet bei TÜV beruflich. Gut. Stefan. Ich komme gleich. Ja. Verarsch mich jetzt, Digga, oder? Das ist doch Geschwätz. Das kann das nicht wahr sein, Digga. Was mache ich jetzt? Das Auto verkaufen. Nein, ich will das Auto nicht verkaufen. Ist zu viel, ja? Ja. Alex. Anderes Auto gekümmert, aber meine Tür mit dem Mittel. Keine Ahnung. Filmst du immer noch? Ja. Also Leute, scheiße, wir müssen die Tür abputzen. Oh Gott, ich habe jetzt schon Todbremse. Ich habe gerade einen Autoschlüssel mitgenommen. Wirklich? Nein. Hä? Wo ist mein Autoschlüssel? Weiß ich nicht. Ernsthaft, was machen wir jetzt? Ich fahre noch das raus. Ist die Karre geklaut? Also das, wir machen jetzt noch
Sollen wir die Tür sauber machen oder nicht? Keine Ahnung, nee, die Tür ist nicht mehr sauber, Digga. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ihr wisst jetzt, wir haben ein Problem mit unserem Golf so. Keine Ahnung. Das ist eine Scheißfolge. Bis zum nächsten Mal. Hab euch lieb.